Willkommen zurück bei The White Chamber. Tja, wir folgen jetzt mal dieser Blutspur, obwohl mir das gar nicht gefällt. Lalala, Bild, beweg dich schneller, ich will wissen, was da kommt. Ich muss mir Mut zusingen. Okay, hier ist gar nichts mehr. Tja, hier ist auch wieder alles normal. Was ist denn mit dieser Blutspur? Jo, hier scheint es auch wieder normal zu sein. Tja, dann ist die Frage, wo geht's denn jetzt lang? Hier gibt's auch nichts Neues. Und hier gibt's auch nichts Neues. Jetzt haben wir zwei Striche hier. Aha. Oh, ein Skalpell. Ah, den können wir gut gebrauchen. Ein medizinisches Skalpell. Mhm. So, nehmen wir mit. Dann wissen wir jetzt, was wir tun müssen. Warum sind da jetzt zwei Striche? Da ist noch die Kette. So, schnell, schnell. Jetzt können wir nämlich das Kabel durchtrennen. Das ist ja ziemlich offensichtlich. Dann wollen wir mal. Da ist eine Warnung. Ja, ja, wir wissen es. Da ist eine Warnung. Wir scheißen aber auf die Warnung. Also los. Was? Probe menschlich. Ja, und jetzt? Hat uns das irgendwas gebracht? Nee, das bringt da nichts. Ja, was hat uns das jetzt gebracht? Verstörende Bilder? Ja, schön. Aber sonst nichts. Oder haben wir damit wieder was ausgelöst? Ja, hier jedenfalls nicht. Was ist eigentlich, wenn wir wieder in den Raum zurückgehen? In den Kühlraum? Alter, diese Blutspur, ey. Aha, da kommen wir tatsächlich wieder hier hin. Aber das bringt uns ja nicht so viel. Ich glaube, hier ist nichts mehr. Eingeklemmter Körper, da können wir nichts anfangen damit. Ich kann das nicht kombinieren. Wir können ihn ja kaum losschneiden. Selbst die Axt kann das nicht aufreißen. Das macht keinen Sinn. Ziemlich hartes Zeug. Tja, dann weiß ich auch nicht. Es klingt so lecker. Den Kasten können wir auch nicht aufsprengen. Ich kann das nicht kombinieren. Nein, ich wollte... Ich kann das nicht kombinieren. Okay, dann halt nicht. Tja, was machen wir nun? Was machen wir nun? Die Spielkonsole bringt uns nichts. Hier bringt uns auch nichts. Bringt uns alles nichts. Jetzt bin ich schon wieder ratlos. Wo geht's denn jetzt lang? Mal überlegen, was brauchen wir? Also diese Bilder haben uns jetzt ja eigentlich gar nichts gebracht, oder? Wir bräuchten irgendwie eine Sprachaufnahme. Damit wir in den medizinischen Bereich kommen. Tja, aber woher nehmen wir die denn? Tja, das geht nicht. Kontrollfeld. Und warum schleppen wir diese Körperteile mit uns herum? Muss das denn sein? Tja, tja. Ich bin wieder ratlos, Leute. Wisst ihr denn, wo es lang geht?
Kennt denn überhaupt jemand von euch dieses Spiel? Steuerung, Konsole. Ich weiß nicht. Ich weiß echt nicht. Was können wir noch machen? Was können wir noch tun hier? Hier können wir aber wohl kaum... Ich kann das nicht kombinieren. Ja, das war mir klar. Hier können wir auch nichts machen. Hm. Doofes Spiel. Gib mir einen Hinweis. Also dieses Analysegerät hat uns jetzt irgendwie gar nichts gebracht, oder? Tja. Scheiße. Das Spiel ist schon irgendwie ganz schön schwer. Ich weiß gar nicht, hm. Irgendwas in die Luft sprengen, aber dann fragt sich was. Ob wir vielleicht die Tür? Fände ich zwar auch ziemlich strange, aber okay, vielleicht. So, jetzt muss ich nur noch einen Weg finden, den Sprengstoff zu zünden. Okay, so weit, so gut. Sprengstoff zünden, wie machen wir das am besten? Ich kann das nicht kombinieren. Ah, war ein Versuch wert. Warum, weiß ich nicht. Ich kann das nicht kombinieren. Okay. Wie sprengen wir das jetzt in die Luft, bitteschön? Die Türdichtungen wurden zugeschweißt. Ich frage mich, warum. Ich brauche wirklich viel Kraft, um durch diese Tür zu kommen. Tja, wie machen wir das am besten jetzt? Wie sollen wir das Teil sprengen? Wir haben ja kein Feuer oder so. Hey, jetzt ist wieder nur noch ein Strich da. Alter, das ist crazy. Werkzeug. Oh, Batterien. Das sind die Batterien aus dem Video. Das war schrecklich. Ja, die nehmen wir mal mit. Tja, können wir das jetzt mit dem Sprengstoff verbinden? Ich kann das nicht kombinieren. Na gut, dann halt nicht. Wie sollen wir das denn jetzt zünden, bitteschön? Ein Feuer da drin auslösen geht wohl kaum. Ich bin ratlos, ich weiß es nicht. Ich komme nicht weiter. Ich hab die Gicht. Mann! Den Aufzug können wir ja immer noch nicht benutzen, nehme ich an. Verdammt, der ist kaputt. Ja, das dachte ich mir. Was machen wir denn mit Batterien? Ich kann das nicht kombinieren. Ja. Ich kann das nicht kombinieren. Ja, ist ja gut. Was kannst du denn kombinieren? Ich brauche irgendeinen Objektträger. Ja, den haben wir ja schon gehabt. Was tun wir jetzt, Freunde? Was tun wir nur? Was tun wir nur? Wie können wir das sprengen? Ich kann das nicht kombinieren. Ja, war mir klar. Kannst ja einfach nicht. Das bringt nichts. Das ist eine sehr dicke Tür, die zusätzlich noch zugeschweißt wurde. Ja, ja, ja. Ich kann ja auch gar nicht den Sprengstoff auswählen. Hm. Ist irgendwie strange. So weit, so gut. Aber was tun wir jetzt? Was tun wir jetzt? Was ist denn das hier die ganze Zeit? Warum kann ich da nichts aktivieren? Gibt's auch nichts Neues? Tja, ich weiß es auch nicht, liebe Freunde. Wisst ihr denn etwas? Tja, ich würde fast sagen, ich melde mich gleich wieder, wenn ich weiß, wie wir das Ding sprengen können oder wenn ich weiß, wie es weitergeht, damit wir hier nicht stundenlang rumsuchen. Also, das packe ich dann noch in dieselbe Folge. Ich würde sagen, in diesem Fall, bis gleich, Freunde. Ciao. So, da wäre ich dann auch schon wieder zurück. Und hier ist noch eine Duschsteuerung. Das ist ekelhaft Haare. Du Scheiße. Ist das... Oh nein. Erzähl mir nicht, dass das da Haare sind. Erzähl mir nicht, dass da ein Kopf drin ist. Na toll.
Lecker! Ach du Scheiße. Ein abgetrennter Kopf? Lebt das Ding noch? Was zum Henker denke ich da gerade? Was zum Teufel war das schon wieder? Mann, das ist unglaublich. Jetzt haben wir einen Kopf mehr, aber irgendwie bringt uns das ja auch nicht weiter. Aber ich habe natürlich schon weitergeguckt. Und ich habe herausgefunden, dass wir... Ja, ich muss zuerst das Batteriefach natürlich öffnen. So. Mist. Batterien. Das hat geklappt. Der Laser sollte jetzt Strom haben. So. Ah ja, okay. Dann öffnen wir das vielleicht hier mal wieder. Okay, das bringt nicht so viel. Können wir den Laser nicht bewegen? Weiter habe ich jetzt nämlich schon wieder nicht geguckt. Das ist ein medizinischer Laser. Ja. Nee, anscheinend nicht. Das bringt uns irgendwie nicht so viel. Bringt's denn sowas? Nö, das bringt uns ja auch nicht wirklich viel. Toll. Also... Richtig vorankommt man in diesem Spiel irgendwie nicht. Alter, ein abgetrennter Kopf. Ach, warte mal. Können wir das vielleicht... Alter, tatsächlich, okay. Ja... Jetzt fehlt uns noch der andere Arm hier. Warum zum Teufel setzen wir einen Typen wieder zusammen? Hat das irgendeinen Grund? Die Körperteile scheinen perfekt in die Vertiefungen zu passen. Ja, super. Das Bett ist schon belegt. Ja. Das gefällt mir gar nicht. Kann ich den scheiß Laser nicht drehen? Mann. Und was bringt uns das jetzt? Warum haben wir diesen Typen dahin gesetzt? Musste das denn sein? Willst du noch eine Decke? Ist dir kalt? Er ist doch nicht komplett. Okay, was fehlt denn? Die Körperteile scheinen per... Was fehlt denn noch? Ich will wissen, was fehlt. Sag's mir. Sag's es mir halt nicht. Tja. So weit, so schlecht. Immer noch den Sprengstoff, das bringt uns auch nicht weiter. Wir haben jetzt einen Kopf, okay. Ja, was brauchen wir denn noch? Augen oder was? Aber woher soll ich denn jetzt Augen nehmen? Hier gibt es auch nichts mehr. Und warum setzen wir diesen Körper zusammen? Hat das irgendeinen Beweggrund? Also das Ganze gefällt mir irgendwie ganz und gar nicht. So, schnell mal hier lang. Vielleicht gab es ja hier doch noch was. Nein, hier gab es eine Spielkonsole. Und hier? Oder brauchen wir den Torso? Aber wie soll ich den herausnehmen da? Mit dem Skalpell? Das Skalpell ritzt es noch nicht mal an. Ich kann nicht sagen, woraus diese Schicht besteht. Natürlich. Zu schwach. Das dachte ich mir schon, wenn wir es schon mit der Axt nicht aufbekommen. Ich kann das nicht kombinieren. Ja, kannst du nicht. Ich kann das nicht kombinieren. Ja, könntest du schon, aber du willst nicht. Tja, das hilft uns auch nicht weiter. Könnte sein, dass wir den Körper hier noch brauchen. Tja. Aber wie kommen wir an den ran? Oh, es stockt ein bisschen. Tja, dann muss ich halt schon wieder weitersuchen. Und wir sehen uns dann diesmal in der nächsten Folge wieder von The White Chamber. Außerdem ist gerade mein Laptop ein wenig ausgelastet. Also würde ich sagen, bis gleich, Leute. Ciao.